Druideker kommen gerne überraschend aus dem Hintergrund und so geschah es auch mit diesem Heft. Weniger, weil ich nicht wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es kommt. Aber es hat sich ziemlich gut getarnt. Und der Grund ist ein ganz einfacher. Die Plastikverpackung hier ist sehr, sehr auffällig. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Wenn die Plastikverpackung auffällig ist, wieso versteckt sie sich dann? Ganz einfach, diese Verpackung ist dermaßen auffällig, dass ich sie am Kiosk zunächst für eine dieser Wundertüten gehalten habe, mit denen öfters die alten Hefte neu verkauft werden, damit man die Restbestände los wird. Und deswegen habe ich im Kiosk komplett darüber hinweggesehen, habe das Ding praktisch nicht gesehen, weil ich es als so eine Wundertüte wahrgenommen habe und jetzt erst das richtige Heft dann gesehen und gemerkt, oh Moment, das ist überhaupt keine Wundertüte, das ist das neue Heft von Lego Star Wars mit dem passenden Druideker, den wir uns gleich ansehen. Ich habe ihn hier neben stehen. Aber außerdem dabei sind auch noch eine weitere limitierte Karte, der wütende Darth Vader und wieder ein Pack 5 Karten von den Lego Star Wars Sammelkarten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Spiel ist. Aber von den es sieht eigentlich so aus mit diesen Werten hier drumherum. Und da haben wir den Jedi Qui-Gon Jinn. Das heißt dann, dass es auch nicht Jedi geben muss. Anakin vs. Count Dooku. Etwas in Englisch belassen. Ein Lichtschwertduell. Also noch eins, jetzt ohne Namen dabei. Das ist natürlich Yoda gegen. Sieht aus wie Palpatine. Okay. Hier ist ein auf dem Kopf stehender Darth Vader. Das ist relativ leicht repariert. Sieht mit dem Licht ein bisschen aus, als wäre es der Weihnachts-Darth Vader von Lego. Und ein auch auf dem Kopf stehender Finn in Stormtrooper-Rüstung. Aufgrund technischer Probleme kann ich den nicht umdrehen. Der ist da jetzt einfach so. So. Okay, wir bekommen natürlich das Heft. Und der Lego-Bausatz, der diesmal beworben wird, ist der First Order AT-ST, was ein AT-ST ohne Kopf ist. Und anstelle des Kopfes kommt BB-8 dahin. Ich weiß nicht, warum man dieses Set bewirbt. Ich würde es an Legos Stelle verschweigen, dass es das jemals gegeben hat. Gott, das ist so ein Fehltritt, das Ding. Okay, wir kennen den üblichen Aufbau der Hefte mit Comics. Ein Drei-Seiten-Comic, in dem auch der Druidiker vorkommt. Hier ist die Anleitung. Und ein etwas größerer Comic. Wir haben ein paar Rätsel. Wir haben Poster. Nein, das ist ein Bestellformular für alte Hefte. Wir haben Poster. Und zwar diesmal zu Solo. Dem Han Solo-Film, der vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Ja, das jetzt ins Bild zu kriegen. So geht's halbwegs. Und die andere Seite von der Rückseite mit Kira und Chewie. Und vorne waren natürlich Han Solo und Lando Calrissian. Ja. Das ist also das Heft, wir kennen es. Und die Hauptattraktion in Beilagen ist diesmal wieder ein Bausatz statt einer Figur, dieser Druideka. Teilemäßig gibt es nichts groß Besonderes zu sagen. Es gibt diese Randteile dreimal in Braun, was eine Farbe ist, die wir bei Lego nicht so häufig finden. Diese Teile noch einigermaßen häufig, weil die auch für Bäume verwendet werden, aber allgemein nicht so häufig. Ich habe erst versucht, das Ding ohne Anleitung zusammenzubauen, aber dieses Mittelteil hier ist relativ komplex. Da brauchte ich dann doch die Anleitung. Lustigerweise, die Kanonen sind einfach nur ein Roboterarm, ein Blaster und ein Fernglas drauf und dann hat man diese Doppelkanonen. Das sieht aber gut aus, funktioniert und das ganze Ding dreht sich hier auf so einem Pinöppel, kann sich komplett rumdrehen und kann sich etwas zu einfach drehen. Denn was mir aufgefallen ist bei der Figur, wenn sie nur auf einer leichten Neigung steht, dann dreht sich der Körper, nee, genau, sofort darüber. Das ist also etwas zu leicht, wie das hier geht. Und die Beine sind komplett unbeweglich.
Also die sind einfach nur die Krallen hier auf der Ende gesteckt. Da kann man nichts dran bewegen, ein bisschen hin und her drehen, aber sonst auch nichts. Wobei ich jetzt auch sagen muss, mit drei Beinen laufen ist eh etwas komisch, aber das liegt am Druiden-Design. Dafür kann Lego jetzt nichts und auch Blue Ocean als Verleger nicht. Ansonsten kann man das Ganze noch so bewegen. Hier ist ein Gelenk, da ist ein Gelenk. Zusammenkugeln kann er sich nicht so ganz wie im Film, aber das war bei so einem kleinen Modell auch nicht zu erwarten. Dafür, wo habe ich denn jetzt eine Minifigur? Moment. Gut, nehmen wir die königliche Wache von vorgestern. Ja, hoppala. Ja, das ist ein bisschen zu klein, aber es funktioniert. Etwas größer als eine Minifigur, wenn man ihn so hinstellt. Das funktioniert schon, das passt ganz gut. Und lässt sich somit auch mit den Minifiguren zusammen bespielen. Und daneben stellen im Maßstab und so weiter und so fort. Sehr, sehr schön. Nicht so schön, wie gesagt, das hier. Ja, wobbel, wobbel. Der dreht sich sonst wohin. Geht also noch auf einer hundertprozentig ebenen Fläche. Aber naja, so ist das halt. So oder so wird der jetzt dank seiner spinnartigen Form eine weitere Erweiterung für meine. Hey, der hat einen Propeller! für meine Spinnendroidenarmee, aber vielleicht bildet auch meine Helikopterarmee. Das wird auch sehr schön. Okay, damit habe ich definitiv Amüsement in diesem Teil gefunden. gut, bleibt noch zu sagen, nächstes Mal bei Lego Star Wars haben wir hier unser Stativ. Ein X-Wing der ersten Ordnung. Also diese schwarze Farbvariante. Oder auch Poe Dameron's X-Wing. Aber ich glaube, die sahen alle so aus bei der ersten Ordnung. Aber meinetwegen auch Poe's X-Wing. Und das nächste Lego-Heft, das kommt, ist am Dienstag Lego City mit einem Müllmann und Zubehör. Ach so, ich vergesse jedes Mal, wann denn das nächste Heft erscheint, zu erwähnen. Wurde ich jetzt schon ein paar Mal nachgefragt. Also die nächste Lego Star Wars kommt am 13. Oktober.